Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ghostwire Tokyo. Schön, dass ihr wieder da seid. War das Licht eben auch schon an? Ich bin mir... Aha. Ah, gucke an. Na gut. Ja, letzte Folge. War heftig, würde ich sagen. Wir wurden Zeuge von etwas ganz, ganz Großem. Und die Hauptmission führt uns jetzt... Ja, wohin führt sie uns eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich hätte ja gesagt, ins Zentrum der Stadt. Hier hätten wir den nächsten Spot quasi, wo wir hin müssen. Allerdings, wenn ich mich hier so umgucke auf der Karte, wir haben jetzt so viel, brutal viele neue Nebenquests, dass ich beim letzten Mal ja schon angesprochen habe, dass ich gerne erstmal die Nebenquests abarbeiten würde. Momentan sind wir hier. Ich würde entsprechend vielleicht hier oben einfach anfangen. Und wir arbeiten uns mal so schichtweise bis zur Mitte der Karte vor, decken dabei die Toris mit auf und arbeiten die Nebenquests ab. Weil das wird sonst irgendwann zu viel. Irgendwann haben wir sonst nur noch Nebenquests und das will ich auch nicht. Die ganze Zeit nur auf die Hauptstory konzentrieren. Wer weiß, ob wir am Ende dann noch dazu kommen, die Nebenquests zu machen. Deshalb hoffe ich, dass ihr fein damit seid, wenn ich sage, komm, wir machen jetzt erstmal ein paar Nebenquests. Fertigkeitspunkte haben wir aktuell keine. Da können wir nichts vergeben. Ich weiß nicht, wir haben hier einmal Erika, die könnten wir mal noch schnell lesen. Hanyas Tochter. Sie wandte sich von ihrem Vater ab, als er den Sinn für die Realität verlor und schloss sich lieber KK und Rinko an, für die sie zunehmend zu einer Art Schwester wurde. Am Ende ließ sie ihr Leben als Opfer in einer Zeremonie, die von Hanya durchgeführt wurde. Ihr lebloser Körper dient seither als Gefäß für Koomote. Ich dachte ja erst, dass Erika irgendwie die Frau ist von KK, aber das ist wohl ja auch nicht so, ne? Das ist also scheinbar wirklich nur eine Schwester für sie. Ja, die haben wir auch noch kennengelernt. Ein monströser Besucher, der entstand als eine Ansammlung von Tiergeistern, Koomotes Körper transformierte. Sperrgebiet von Kirigaoka. Die Sanierungsarbeiten in diesem Bereich wurden nie abgeschlossen, sodass er heute brach liegt und von Unkraut überwuchert ist. Die Zahl der leeren Grundstücke und Häuser in der Stadt ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, was zu einem bedenklichen Rückgang der Bevölkerungsdichte geführt hat. Das ist da, wo wir diese ganzen Seelen um uns rumfliegen hatten, ne? Hier hinten... Hat den nicht schon gelesen? Ich dachte, wir hätten den schon gelesen. Dieser Helm wurde von Naoe Kanetsugu getragen, einem berühmten japanischen Samurai aus der Zeit der streitenden Reiche, von 1467 bis 1591. Das auffälligste Merkmal ist das Kanji für Liebe, das auf dem Helm prangt. Es ist nicht vollständig bekannt, warum dieses Zeichen eine militärische Ausrüstung ziert, doch es existieren viele Theorien. Eine der Theorien besagt, dass Naoe den Helm von einem Kriegsgott empfing, dessen Name das Zeichen für Liebe enthält. Hierfür kämen Atago, Gongen oder die buddhistische Gottheit Kakaraya in Frage, die in Japan als Aizen Myo-o bekannt ist. Diese Namen immer, ne? Ich entschuldige mich nochmals, wenn ich das alles falsch ausspreche. Der Ursprung dieser Theorie lässt sich auf Naoes Meister Uesugi Kenshin zurückführen. Ein leidenschaftlicher Anhänger des Kriegsgottes Vaisravana, der in Japan Bishamonten genannt wird. Kenshin ging so weit, das erste chinesische Zeichen von Bishamontens Namen auf eine Flagge zu schreiben, um den Gott anzurufen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Eine weitere Theorie besagt, dass Naoe das Zeichen auf seinem Helm anbringen ließ,
um seine Liebe zum einfachen Volk nicht zu vergessen. Trotz der brutalen Ära voller blutrünstiger Kriegstreiber, in der er lebte. Vielleicht war das Zeichen auch einfach obendrauf, um zu demonstrieren, wofür er kämpft. Vielleicht hat er einfach nur gekämpft, um seine Liebe zu beschützen. Wer weiß das schon? So, gut. Fertigkeiten, wie gesagt, können wir nichts machen aktuell. Wir haben keine Punkte. Das heißt, wir begeben uns jetzt in diese Richtung hier. Da müssen wir lang. Versuchen wir mal. Ich hoffe. Mir kommt meine Maus plötzlich so krass hochgestellt vor. Ah, so war es. Okay. Moment mal ganz kurz. Probieren wir gerade mit der Maus zwei, drei Sachen rum. Ja, so ist besser. Irgendwie war die DPI-Zahl in meiner Maus gerade verstellt. Hallo, Kleiner. Haben wir dich schon gefunden? Okay. Da drüben müssen wir hin. Das wird jetzt was mit den ganzen Nebenquests, ne? So, ich versuche ein bisschen zu rennen, damit wir da schneller hinkommen. Oh! Vielleicht renne ich auch nicht. Okay, hier sind einige. Weil Sneaky Mode. So. Haben wir geschafft. Wo kommen die denn plötzlich her? Ich war doch hier schon mal, oder nicht? Plötzlich sind hier überall Katzen. Hey, es regnet mal wieder. Schön. So, 40 Meter noch. Gleich haben wir es geschafft. Hallo. Was denn? Das Ritual heißt Ushino Kokumairi. Jemand haut Nägel in eine Strohpuppe. Es heißt, wenn man das 7 Tage lang tut, ohne gesehen zu werden, wird die Person, die die Puppe darstellt, verflucht. Solange die Puppe existiert, steckt der Typ hier fest. Und wir müssen die Gegend hier auch noch reinigen, sonst wird sie verflucht. Dann suchen wir mal nach der Strohpuppe. Okay, Jagd nach der Strohpuppe also. Ist das jetzt hier unten auf der Minimap? Nee. Ich wollte schon fragen. Ja, ich bin ja schon dabei. Gib mir ein bisschen Zeit. So schnell bin ich dann doch nicht. Gucken gerade mal, ob hier irgendwas rumläuft. Irgendwas hämmert doch hier, oder nicht? Ach, guck an, was ich da gefunden habe. Oh nee. Vorsicht. Hier ist irgendwas. Hat es sich getarnt? Das Ding darf uns nicht entkommen. Da ist es. Fühlt sich gut an. Diese unheimlichen, unsichtbaren Viecher, ne? Sehen wir seine Spur. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Von wegen in der Geistersicht sehe ich seine Spur.
Aua! 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 Das gibt's doch nicht. Alter! Was greift mich denn da an? Aua! Das ist gerade leicht verwirrend, weil ich nicht weiß, was mich hier genau angreift. Das ist doch nicht alles von dem Dicken, oder? Da drüben ist er. Keine Energie mehr. Wo ist es? Los, such alles an. War's das? Boah, das war jetzt ganz schön nervig. Das kam alles von dem Dicken. Ach, da unten ist ein Schrein zum Beten. Ich habe aber erstmal hier irgendwas gesehen. Da war das, okay. Aufheben. Eine Katze? Hä? Ich dachte... Ups, du hast wohl eine Katze gefunden. Mit ein wenig Fantasie erinnert ihre Gestalt an einen Tsuchinoko. Hier findest du jedenfalls ein echtes Tsuchinoko. Kein echtes Tsuchinoko. Ich bin absolut verwirrt gerade. Warum haben wir denn jetzt eine Katze gefunden? Da unten. Scheiße, da komme ich nicht hin, ne? Da ist Nebel. Oh Mann. Gehen wir mal weiter. Irgendwas ist hier immer noch am Klopfen. Das hämmert. Wir kommen näher. Vorne. Da klopft irgendwer oder irgendwas. Ich schleiche mich mal an. Ihr habt mich gesehen! Okay. Ich dachte, wir könnten das ganz einfach klären. Habe ich mich mal wieder geirrt. Folgendes. Wie war das nochmal mit dieser Synchronisation? Ich habe vergessen, was ich dafür drücken muss. Darauf habe ich mich schon gefreut. Ah, okay, V. Erwischt. Das Kapitel ist zu Ende. Alter, wie viele kommen da noch? Oh. Ach, scheiß Baum. Komm schon.
Das ist so cool, dass ich die jetzt auch im Liegen einfach platt machen kann, ne? Scheiße. Haben wir es jetzt. Okay, an die Arbeit. Läutern wir sie jetzt und beseitigen die Verderbnis. Keinen Schritt mehr. Zu spät. Warum hast du den Kerl verflucht? Hat er dir was angetan? Er hat über mein Muttermal gespottet. Er hat allen davon erzählt und sie haben gelacht. Aber du musstest ihn doch nicht gleich verfluchen, oder? Als sie ihn verfluchte, wurde sie sofort zum Monster. Flüche sind ein zweischneidiges Schwert. Bereiten wir ihrem Leid ein Ende. Okay. Links, rechts, hoch, runter. Okay, haben wir geschafft. Das war's, oder? Können wir die Quest abgeben gehen. Sonst ist hier... Oh, da vorne haben wir den Regenschirmtyp. Und da sitzt jemand beim Beten. Komm, geh weg. Regenschirm-Heini. Scheiße, das habe ich auch noch verfehlt. Oh. Okay, das war knapper als beliebt. Aua! Warum ist sie so krass? Warum macht die so übel viel Schaden? Wo ist sie jetzt hin? Ah, der Pfeil hat aufgehört zu laden. Alter. Was sind das für komische Kugeln? Das ist ja brutal. Okay, ich bin leicht überfordert gerade mit der. Keinen Schritt mehr. Ja, komm, das hatten wir doch schon. Warum müssen wir die denn jetzt nochmal machen? Links, rechts, hoch, runter. So. Finde ich ja. Scheiße, ich hab den Schirm getroffen. Oh oh. Okay, puh. Es lief um einiges besser. Bleibt einfach weg von mir. Nein, bin ich darunter. Wieder hoch. Danke. So, dann haben wir die SK für Wasser noch schnell erhöht. Ich würde ja gerne mal meine neuen Angriffe aus der Luft ausprobieren. Das Problem ist halt, hier ist jetzt nicht so wirklich der geniale Ort dafür. Müssen wir später mal irgendwo innerhalb der Stadt machen. Erinnerst du dich an eine Frau mit Muttermal? Nein, ich glaube nicht.
Hat sie mich verflucht? Vielleicht hast du es vergessen, sie aber nicht. Sie sagte, deinetwegen hätten sie alle ausgelacht. Es hat sie verzehrt. Ihren Hass verfluchte sie dich. So eine kleine Stickelei ist doch kein Grund, einen zu verfluchen. Ich bin jetzt wegen dieser Kleinigkeit gestorben. Du warst nicht das einzige Opfer. Der Fluch hat auch sie zum Phantom gemacht. Flüche sind ansteckend. Versuch lieber, sie nicht zu hassen. Hey, ist sie denn schon von dem Fluch befreit? Ja, wir haben das erledigt. Okay, immerhin. Danke. Okay. Oh. War jetzt schön einsichtig am Ende. Da draußen sind noch mehr, wir müssen sie finden. Ich verstehe natürlich schon den Ärger, wenn dich jemand verflucht und du deswegen stirbst. Mobbing ist halt auch keine schöne Sache. Aber wegen sowas dann auch wirklich verflucht werden, ist schon krass, ne? So, ich kann das ansehen, aber da passiert nichts. Okay, ich kann es wohl nicht angucken. So. Das nehmen wir mal noch mit hier. Den Staubsauger auch. Und jetzt gucken wir mal auf der Map. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Das haben wir abgefrühstückt. Das haben wir auch. Glaube ich zumindest, oder? Oder haben die ein Häkchen dran, wenn ich die... Ich glaube, die sind einfach grau, ne? Wenn ich die noch nicht gefunden habe. Also das müsste eigentlich passen. Was das hier ist, weiß ich nicht. Wahrzeichen. Ah, okay. Ja, dann gehen wir als nächstes den hier machen, würde ich sagen. Strohpuppe. Eine menschlich aussehende Strohpuppe, mit der man andere anflüchten legen kann. Kann die einsammeln gehen oder warum ist das so markiert? Muss man mal gucken gehen. Weil das würde ich dann schon gerne mitnehmen, wenn ich das jetzt hier noch einsammeln kann auf dem Weg. Guck an. Oh, was ist das? Eine menschlich aussehende Strohpuppe, mit der man andere mit ritualen Flüchen belegen kann. Haben wir ja gerade schon gelesen. Cool. Okay. Da drüben hätten wir ein paar Seelen. Da will ich jetzt nicht unbedingt extra hinrennen. Okay, wir haben hier sonst nichts gerade Interessantes. Dann würde ich sagen, wir machen den hier als nächstes. Der liegt gerade schön auf der Höhe. Er ist da drüben. Komm, den können wir schnell holen hier. Natürlich dreht er sich jetzt um, ne? Das war so klar. Hat er sich jetzt rumgedreht, weil ich in die Nähe gekommen bin, oder war das reiner Zufall? Dreh dich wenigstens wieder weg. Haben wir den auch. Gut. Sauber. Da hätten wir Seelen. Die können wir gleich mitnehmen. Ich hole mir noch hier gerade mal den LKW. Da drüben haben wir einen Schirmheini. Oh, und Essen. Da irgendwie hoch. Oh oh. Kommt er hier runter? Oder bleibt er da oben? Nur noch drei Pfeile. So.
Die nehme ich nämlich mit. So, und dann haben wir da oben noch Seelen. Und da hinten sind auch noch Seelen. Und da sind noch Seelen. Überall sind Seelen. Ja, da oben komme ich wahrscheinlich nicht ran, ne? Gut, das war doch leichter als gedacht. Ich könnte jetzt die da drüben noch holen, aber die sind mir zu nah am Nebel dran. Dann gehen wir lieber darüber. Da haben wir unser Tori. So. Schön hat es geklappt. Oh, komm doch her. Alter. Ich treffe nicht mehr. Warum treffe ich nicht mehr? Grenzt wohl auf den Kampf, KK. Du spürst das? Damit liegst du nicht ganz falsch. Komm her. Okay, das müsste es gewesen sein eigentlich. Da drüben haben wir noch ein paar Seelen, aber die sind allesamt im Nebel. Oder? Ja. Nee, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Wer sieht mich denn da? Warum? So. Und das nächste Tori gereinigt. Schön. Und direkt hier auch die nächste neue, die nächste Nebenquest. Ah, schön. Was haben wir hier? Reichtumskette. Guck an. Ich kann hier beten. Ja. Machen wir mal so. Schön. Naja, viel haben wir dabei aber nicht gekriegt. 500? Reizknöppe. So, ich guck mal ganz kurz ins Inventar. Ja, ich weiß, wir haben Nebenquests neue. Nee, Inventar will ich. So, will ich mir die Kette mal gerade angucken. Die Reichtumskette. Verdoppelt die von gelben Ätherkristallen erhaltene Maker. Von gelben? Das sind diese Töpfe, ne? Ja, nee, Kohle habe ich echt genug. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So, komm her. In dieser Nachbarschaft gibt es zwei Brunnen. Dort wimmelt es nur so vor Monstern. Ich kann da nicht hin. Es war so gutes, reines Wasser. Könnt ihr nicht etwas tun? Könnten die Brunnen verderbt sein? Einer? Gut möglich, aber gleich zwei? Vielleicht fließt dieselbe Wasserader durch beide. Das heißt, reinigen wir den einen Brunnen, verdirbt in der Zwischenzeit wieder der andere. Wir müssen beide reinigen. Und zwar schnell. Das ist ein Wettrennen gegen die Zeit. Na super. Quell der Albträume. Jetzt haben wir auch noch eine Zeitquest. Sehr schön. Ich freue mich. So, wir geben erstmal hier ab. Ja. Guck mal, fast 3000 Geister schon wieder gesammelt. Nicht schlecht. Arbeitet ziemlich hart, was? Ganz genau. Gibt es bei dir was Neues? Ich suche immer noch in der Stadt nach Infos. Ich melde mich, wenn ich was finde. Okay.
So. Ja, genau so nutzt man meine Kraft. Okay, wir haben jetzt dann zwei Markierungen auf der Map, wo wir hin müssen. Die sind da hinten jeweils. Oh, die sind aber ganz schön weit auseinander. Was ist denn das hier? Ach, schon wieder ein Kappa. Oh. Und da ist noch eine Nebenquest. Tödlicher Schatten. Okay. Warum ist hier eigentlich so ein Streifen hier aufgedeckt und hier? Ja, dann gehen wir als erstes mal dahin, würde ich sagen. Und dann gucken wir, wie schnell wir das hinkriegen. Er hat uns doch vorhin irgendwas gesehen. Ah, oh. Da ist einer in einem roten Mantel. Scheiße, es war zu hoch. Oh nee. Boah, was macht denn die? Die ist ja übel drauf. Kannst du laut sein? Blocke, wenn du nicht ausweichen kannst. Ja, das ist was ich nicht blocken kann. Das ist ja gut. Boah. Komm schon, frier ein. Fühlt sich gut an. Oh, scheiße. Die ist so schnell, ne? Alter. Oh, ich hab sie gleich. Ja. Oh. Alter, war die übel. Aha. Ein Daguerreotype-Kamera. Daguerreotype-Kamera. Dachuerio. Ich weiß nicht, wie man das spricht. Eine alte Kamera, die mit Hilfe spezieller Metallplatten Bilder aufnimmt. Ich kenne diese Art von Kamera. Das ist eine der ersten Kameras, die es überhaupt jemals gab. Da hast du quasi einfach nur so eine Platte gehabt und die hast du rausgezogen, glaube ich. Und dadurch, dass das Licht reingekommen ist, hast du das Bild drauf gebrannt auf dein Projektil hinten und dann hast du die Klappe wieder reingemacht. Aber wie die genau funktioniert hat. Hey, soll ich dir neue Fertigkeiten beibringen? So wie ich dich gerade einschätze, wärst du soweit. Aha, was willst du uns denn beibringen? Oder ist es einfach nur ein Hint darauf, dass wir Punkte vergeben sollen. Okay, schnelle Auslöschung aus der Luft. Erlaubt es dir eine schnelle Auslöschung des Gegners auszuführen, die sich unter dir befinden und dich noch nicht bemerkt haben. Das fand ich eigentlich auch ganz cool, ne? Das müsste ich mir mal überlegen, ob ich das nicht... Ausrüstung. Talismane-Kapazität erhöhen. Bogentempo erhöhen. Nahrungskapazität erhöhen. Die Bogentempo, das kann eigentlich nicht schaden. Vorhin war es mir fast ein Ticken zu langsam. Machen wir mal hier. Praktisch. So, habe ich jetzt hier irgendwas? Da hinten sind noch Seelen. Oh, da ist... Gut. Muss erstmal reichen. Da haben wir auch noch welche. Da
Heldensache ist echt harte Arbeit. Muss der sagen, der fast nichts macht. Bitte dreh dich nicht um. Bitte dreh dich nicht um. Bitte dreh dich nicht um. So. Scheiße, die steht echt blöd. Kann ich vielleicht... Ach, das wollte ich gar nicht. Scheiße, jetzt habe ich meine Synchro aufgeraucht. Shit, ich wollte eigentlich auf die Talismane wechseln und nicht die Synchro einsetzen. Naja, auch nicht schlimm. Hat wenigstens was gebracht. So, da müssten jetzt Brunnen sein. Okay, wie gehe ich da jetzt am besten vor? Da sind ja richtig viele. Da kommt noch einer ums Eck. Scheiße. Warum hat das nicht geklappt? Also gut. Reinigen wir diesen Brunnen. Boah, das sieht ja übel aus. Hoch, links, rechts, runter. Okay, ein Brunnen erledigt. Aber es dauert nicht lange, bis er wieder verderbt ist. Okay, wir haben jetzt 3 Minuten Zeit. Wir müssen zum anderen Brunnen. Also ich geh mal hier lang. Wir haben keine Zeit. Okay, warte. Ich hab 'ne Idee. Damit könnten wir ganz gut von oben angreifen. Und runter. Zack. Und runter. Nur noch sie. Okay, haben wir geschafft, oder? Unterbrechung. Reinigen wir diesen Brunnen. Links, rechts, hoch, runter. Okay, geschafft. Wir haben es geschafft. So macht man das. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich bin sicher, ich habe hier so viel Zeug jetzt einfach links liegen lassen auf dem Weg hierher. Ach, bin ich ran. Hol ich mir auch mal gerade. Ich könnte mal was essen. So. Was ist hier alles? Mal einen Überblick kriegen. Viel zu viel.
Oder hier kannst du ja nur Sachen übersehen, ne? Das ist ja so schlimm. Hier sind noch Seelen. Da sind auch noch Seelen. Die habe ich auch. Wie gesagt, ich werde es nicht schaffen, alle Seelen zu sammeln. Das wäre einfach too much. Ich versuche halt mitzunehmen, was geht. Sofern sich das irgendwie ergibt, aber... Jetzt hier zum Beispiel stehe ich schon wieder vom... auf dem Schlauch. Wie komme ich jetzt da... Den kann ich mitnehmen. So, die kann ich mitnehmen vielleicht. Da oben sind auch noch mal welche. Hier noch was machen. Die kann ich mitnehmen. Komme ich an die da drüben ran? Vielleicht von hier aus. Schau mal. So. Jetzt habe ich doch echt mal gut was eingesammelt hier. Was sind das hier für... Kabeltrommeln. Ach. Das ist irgendein Baustellengebäude. Ja, ganz ehrlich, das ist gerade ein bisschen viel hier überall. Zwei nehme ich noch mit. Und dann werde ich aber auch gucken, dass ich mal in die Richtung gehe, in die ich hin muss. Oh, ich höre doch schon wieder eine Heulsuse. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Da haben wir einen Waschlappengeist. Was ist hier? Du kannst zur hochgelegenen Stadt gelangen. Ja, okay, das passt. Da haben wir die nächste Quest. Dann machen wir doch die als nächstes. So, und dazu müssen wir in die Richtung. Na super. Zack. 50 Meter noch. Krieg ich den? Bitte beweg dich nicht. Bitte beweg dich nicht. Bitte beweg dich nicht. Bitte beweg dich nicht. Okay, schön. Da ist Nebel, da komme ich nicht lang. Habe ich doch auch noch mal. Komme ich an euch ran? So, da sind auch noch mal welche. Sag mal, das ist ja abartig hier. Gott, was hier Zeug rumsteht. Übel. Da war Baustelle. Da habe ich noch mal Geister drin, oder? Oder wie komme ich an die ran? Die sind die hinten dran? Das ist nur Bart.
So, hier, ne? Okay. Da können wir aufmachen. Da können wir ein paar Münzen abgreifen. Es kommt. Es lässt mich nicht in Ruhe. Ja, dann erzähl mal, was ist es denn? Huch. Man sagt doch, jeder Mensch hätte zwei Doppelgänger. Das war kein Mensch. Angeblich stirbt man, wenn man sie trifft. Viel schlimmer noch. Selbst im Jenseits lassen sie mich von hier. Ich hab Angst. Mhm. Oha, Telefon. Nicht schon wieder. Ich muss mich hier verstecken. Moment, ich geh kurz ran. Mal sehen, was los ist. Okay, hallo? Du kannst nicht weglaufen. Wer ist da? Und was willst du? Warte nur. Wir sehen uns bald. Da kommt etwas. Hab ich dich? Das war ja gruselig. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Helfen wir! Wir helfen! Sie ist die Falsche! Wer ist denn jetzt wer? Finde die Doppelgängerin. Na super! Helfen wir! Wir helfen! Sie ist die Falsche! Wer ist denn jetzt wer? Helfen wir! Nutz meine Kraft. Dann wirst du es sehen. So einfach. Oha. Du kannst nicht entkommen. Wer ist ja drauf? Was? Was wird das denn jetzt? Aua! Kommt her! Böse Wichte. Kommt, kommt. Scheiße, das wollte ich gar nicht treffen. Oh ne, da kommt wieder diese komische Kugel. Kann ich was angucken? Oh, ihr geht mir auf den Keks. Okay, haben wir geschafft. Das waren immer noch nicht alle. Alter, ihr habt doch einen Schatten, oder? Alter. Und weiter. Alter, warum? Boah, da ist so ein fetter Hammer-Typ.
ich mir zumindest mal den. Alter. Ich muss mich erst heilen. Geht mir auf den Sack. Gut gemacht. Haben wir's jetzt. Übertreibt halt komplett. So, ich muss mich erstmal ein bisschen aufladen hier. So, was ist jetzt mit dir? Auch ihr beherbergt meinesgleichen in euch. Wollt ihr sie kennenlernen? Nö, du. Nein, danke, Lady. Diese Welt ist zu klein für zwei KKs. Achso, ich muss die jetzt befreien. Ich dachte, da kommt noch was. Warum stellt ihr euch hier vor? So. Adios, Muchachos. Ist das vorbei? Ich muss nicht mehr fliehen? Nein. Sie wird dich nicht länger verfolgen. Ach was. Tschüss. So, da haben wir was zum Lesen. Alter, übertreib halt. War ganz schön schwer gerade. Verschwörerischer Flyer. UFO-Anrufung. Rufe mit uns die UFOs der Venus an. Kostenloser Eintritt. Treffen um 17 Uhr auf der Kakeri-Aussichtsplattform. Kostenlose Bastelanleitung für Telepathiehüte. Oh Gott. Alufolie muss mitgebracht werden. Oh Gott. Oh Gott. Die Anrufung beginnt um 20 Uhr. Die genaue Zeit kann je nach Position der Sternbilder variieren. In letzter Zeit häufen sich Berichte über verdächtige Lichter am Nachthimmel. Das ist deine Chance, ein UFO zu sehen. Ach du Scheiße. So, wir schicken mal ein paar Seelen weg. Jo, machen wir. So, schön. Wieder 6000. Ich fühle mich jetzt noch stärker. Ach, guck an, ich habe schon wieder einen Fertigkeitspunkt. Okay, dann würde ich aber sagen, dann machen wir hier Folgenende. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass die Quest noch so lange geht. Ich wollte eigentlich, bevor ich die Quest starte, schon Folgenende machen. Aber das hat sich ja erledigt dadurch, dass die Quest direkt im Anschluss selbst gestartet hat. Deswegen habe ich die jetzt noch mit reingenommen. Ja, was soll's. Also, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter durch die Stadt rennen quasi und die Nebenquests abarbeiten, von denen es immer noch genug gibt. Es ist wirklich... Oh. Immerhin, wir haben schon mal zwei von den ursprünglichen erledigt und noch eine dritte, die jetzt dann auch noch dazu kam. Ja, dann machen wir das nächste Mal hier weiter. Gut, ich bedanke mich vielmals. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, passt auf euch auf und bis dann. Ciao, ciao.